Ein Schiff macht Bella Figura vor dem Sonnenuntergang. Dieses Mal bin ich mit der Vasco da Gama unterwegs, also bewusst kleiner, für eine persönlichere Kreuzfahrt. So die Idee. Also auf dem Meer unterwegs im Namen des portugiesischen Weltentdeckers. Wobei dieses so klassisch anmutende Schiff mit über 30 Jahren auf dem Buckel eine äußerst bewegte Vergangenheit hat. Viele Mütter, viele Namen, viele Schichten Farbe auf dem Rumpf und etliche Facelifts. Die Schönheitskuren haben ihm allerdings gut getan. Dazu tragen auch die nostalgischen Gene bei, eben nicht als Schuhkarton auf dem Wasser zusammengeschweißt worden zu sein, sondern italienisch elegant 1992 als klassisches Kreuzfahrtschiff im Stil, so wie die Älteren unter uns halt das Traumschiff berieselt, im medialen Gedächtnis mit sich tragen. Auf Deck ist es so wie auf allen Schiffen, die gepflegte Langeweile und Entspannung dominiert. Heute heißt das ja positiv besetzt Entschleunigung und genau das soll dieses Mal mein Filmthema sein. Hätte ich Freude an dieser Art von Urlaub, ohne dass ich schon nach wenigen Tagen es öde finde, trotz etlicher Bücher auf meinem Kindle? Wie sehr bin ich im Kopf schon AIDA und mein Schiff konditioniert, dass ich auf deren umfassendes Angebot nicht mehr verzichten möchte? Die Reduktion als Schlüssel zum Erlebnis, bin sehr gespannt. Ja, versuchen Sie mal, so einen Hollywood-Moment zu bekommen auf einem dieser großen, dieser Megaschiffe, dieser Spaßkathedralen auf dem Meer. Viel Glück bei der Suche, denn da ist es so, wenn Sie an die Reling treten, da sind Sie meistens ungefähr ein Hochhaus oberhalb des Meeres. Und das ist natürlich hier völlig anders. Auf der Vasco da Gama, einem Schiff mit maximal 1000 Passagieren, ist alles ein paar Nummern kleiner. Ist natürlich auch weniger Entertainment an Bord, weniger Zerstreuung. Aber vielleicht macht das hier auch gerade den Reiz aus. Und das will ich mal ausprobieren. Hier als King of the World. Naja, König für Arme zumindest. Erste Erkenntnis, als ich an Bord kam, nein, diesem Schiff sieht man sein Alter wirklich nicht an. Davor hatte ich nämlich die größte Sorge, dass das Innendesign eher so aus der Abteilung Augenkrebs kommen könnte, mit viel Messing und der, sagen wir mal, unaufgeregten Farbpalette aus einem Seniorenheim, gepaart mit Sitzmöbeln aus der rustikalen Polsterhölle. Gut, Messing und Gedöns gibt es schon noch auf der Vasco da Gama und manches mutet durchaus auch etwas retro an, aber im guten, coolen Sinne. Auf jeden Fall hat man das Gefühl, beim ersten, leicht verwirrenden Rundgang wegen all der unzähligen Lounges und Bars, hier an Bord wird es nie den Kampf geben um einen wirklich bequemen Sessel für den müden Popo. Obwohl das Schiff nur 200 Meter Länge hat, gibt es öffentliche Rückzugsorte en masse. Regentage haben hier keinen Schrecken. Ach ja, hier bin ich Mensch. Hier lasse ich mich jetzt nieder. Ach. Oder, ist es vielleicht hier kuschelier? Ui, alles so schön bunt hier. Vielleicht ist es dann doch hier interessanter. Ach. Oder hier, ist es hier vielleicht noch interessanter, so retromäßig? Das Gefühl, die 70er haben uns hier komplett eingeholt. Aber das hier ist ja auch total interessant, weil hier habe ich vielleicht den besten Ausblick. Aber ich habe mir sagen lassen, hier ist es nicht nur kuschelig, hier bekomme ich auch die besten Drinks. Ach. Sie sehen, auf der Vasco da Gama kann es verdammt schwierig sein, seinen Lieblingsplatz zu finden. So viele schöne Sitzmöglichkeiten gibt es hier und es gibt wirklich ausreichend Sitzmöglichkeiten. Und dann kommt trotzdem sofort so ein bisschen die kleine Angst, wie so ein kleines Teufelchen hochgekrochen, nämlich irgendwas zu verpassen. Wenn ich hier bin, kann ich ja nicht da sein. The fear of missing out, FOMO, die Grundkrankheit für jeden Kreuzfahrer. Denn das Schiff ist ja ein Hotel, was unterwegs ist von A nach B. Warum? Weil man sich in A was anschauen will
und auch in B was anschauen will. Das tun wir jetzt auch, auch wenn es hier so gemütlich ist. Aber wir gehen raus jetzt. Ich glaube, ich hatte es noch gar nicht erwähnt. In diesem Film sind wir gemeinsam unterwegs durch die Inselwelt der Kanaren. Und ganz klassisch mit einem Abstecher hoch nach Madeira. Erster Hafen, La Palma. Etwas abseits der üblichen Schiffsperlenkette Teneriffa, Gran Canaria, Fuerteventura und Lanzarote. Santa Cruz kenne ich noch gar nicht, also erstmal ein bisschen umschauen in der Hafenstadt. Vom Anlegeplatz ist es ja nur einen Katzensprung hinüber. Santa Cruz de La Palma gilt vielen als schönste Hauptstadt der Kanaren. Nicht nur wegen der vielen prachtvollen kanarischen Balkone, deren Hausbewohner wohl alle Gärtner aus Liebe sind. Man erahnt, hier spielte noch bis ins 17. Jahrhundert die Musik im lukrativen Handel mit Amerika. Sonst gäbe es nicht so viele stattliche Bürgerhäuser und Paläste. Einer ist mein Ziel, die Casa Cabreta, fast gegenüber vom Rathaus. Allein schon der jetzt überdachte Innenhof lädt dazu ein, sich niederzulassen. Und genau das möchte ich. Nicht mit dem Baedeker so viel wie möglich abklappern, sondern einfach Atmosphäre aufsaugen. Das ist das Leitmotiv für diese gesamte Slow-Cruising-Reise. Manchmal kann man ja mit kleinen Dingen sich ganz große Freude bereiten. Als Kreuzfahrer ist man ja nicht der große Weltentdecker. Da macht es ja viel mehr Spaß, in den Häfen sich eine Kleinigkeit auszusuchen und dann ganz viel Zufriedenheit wieder mit an Bord zu bringen. Das hier ist übrigens ein Barraquito. Das ist die Kaffeespezialität von den Kanaren. Also Kaffee mit was drin, mit richtig was drin. Und ich sitze hier in eigentlich dem, ja, zumindest ist es so gewählt worden, besten spanischen Café Don Manuel, mitten in der Altstadt von Santa Cruz de Palma. Und ich werde jetzt so ein bisschen hier mich zur Ruhe kommen lassen, werde das ein bisschen genießen. Aber natürlich werde ich noch ein bisschen was von La Palma zeigen, denn die Insel ist so wunderschön. Da wäre es schade, das alles nur auf ein Kaffeegetränk zu reduzieren. Aber das und vor allen Dingen den kleinen Alkohol drin, damit es ein bisschen lustig wird, das gönne ich mir jetzt. Unverzichtbar bei Exkursionen sind immer hohe Punkte. Der Mensch kann ja nicht fliegen. Was der junge Hirte, dem sie am San Bartolomé-Plateau ein Denkmal gesetzt haben, schmerzlich mit dem Tod bezahlte. Seine Freundin verlangte eine dämliche Mutprobe und dann lag er tot im Abgrund. So ist das mit der Liebe. Also schön mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Und zum Glück ist La Palma ja ein Paradies für Wanderer. Ich habe mir den Wald Los Tilos ausgesucht, weil er eben auch einen kurzen Weg anbietet, der erstens jedermann tauglich ist, aber in einer selbst nur knappen Stunde so viel wunderbare Naturdetails offenbart, dass man auch als flüchtiger Besucher fast schon eine Überdosis Lorbeerwald-Biosphärenreservat genießt, gerade mal ein paar hundert Meter entfernt vom Parkplatz. Auf verschlungenen Pfaden an Wasserkanälen vorbei, durch einen natürlichen Tunnel geht es bis hin zu einem kleinen Wasserfall. Wahre Hiker werden müde lächeln, keine Herausforderung, aber mir reicht es für ein erstes Glücksgefühl mit so vielen schönen Motiven. Die Passatwolken und die Kanaren, das ist geradezu eine Symbiose und auch das Geheimnis für das grüne Leben auf den Vulkaninseln. Deshalb bin ich auch überhaupt nicht traurig über die neblige Trübe, die uns auf dem Weg in den Süden umgibt. Das wäre auch mein psychologischer Tipp gerade für die Stippvisiten einer Kreuzfahrt. Im scheinbar Schlechten das Schöne sehen. Und Hand aufs Herz, sind diese Kameraaufnahmen im Pinienwald von Los Roques nicht tatsächlich viel mystischer und interessanter, als dieselben Motive im gleißenden Sonnenlicht es wären? Natürlich war es eine kleine Überwindung, das Auto zu verlassen, um im schwarzen Labersand die graufeuchte Wolkenwand vor Augen zu haben. Aber wie so oft im Leben, der Regenbogen ist nicht weit und umso schöner. La Palma ohne richtigen Vulkanbesuch geht ja gar nicht. Sehr kommod ist das am Besucherzentrum San Antonio möglich. Drinnen gibt es Infos, draußen ein bequemer Wanderweg, direkt am seit 1677 stillen Krater. Boah, ganz schön kalt und windig geworden auf La Palma. Und wo könnte man besser auf einem Vulkan tanzen als auf dieser Insel? Der hier, der ist total harmlos. San Antonio im Süden der Insel. Ganz anders als der Geselle, der uns den Aufruhr versetzt hat, der ja nun wirklich einen Teil von La Palma bedeckt hat mit der Lava.
Aber diese Insel ist nach wie vor so wunderbar für jemanden, der die Natur liebt. Würde am liebsten noch ein bisschen länger hier bleiben, aber das ist halt das Los der Kreuzfahrer. Überall darf man nur ein bisschen nippen und dann geht es weiter. Also Abschied nehmen vom Wolkenmeer über La Palma, zurück zum Wellenmeer auf Höhe Normal Null. Das Hotel schwimmt weiter. Und nach so viel Natur darf man auch gerne mal äußerlich sich ein bisschen aufwärmen. Logischerweise gibt es auf der Vasco da Gama eine Spa-Ecke für die kuschelbedürftige Weichei-Fraktion. Vielleicht nicht so bombastisch wie auf vielen Schiffsneubauten, aber dafür viel ruhiger und fast privat. Bei in der Regel unter 700 Gästen habe ich jedenfalls nie um einen Saunaplatz oder eine gemütliche Wärmeliege kämpfen müssen. Ah, wieder richtig schön aufgewärmt von eben. Also unser Thema ist ja das Inselhopping mit der Vasco da Gama durch die Welt der Kanaren. Und da denkt man, Kanaren, Vulkaninseln draußen im Atlantik, das ist ja sicherlich alles total trocken und öde. Haben Sie ja schon gesehen auf La Palma mitnichten. Es kann ganz fruchtbar sein, mystisch und grünstrotzend geradezu. Und ich verrate Ihnen, es wird noch besser. Mein nächstes Ziel ist El Hierro, die kleinste, wenn man La Graciosa direkt vor der Küste von Lanzarote mal auslässt, der bewohnten kanarischen Insel. Hier ist das Gegenteil vom Massentourismus zu Hause. Hier gibt es noch keine Proteste gegen die wenigen Urlauber ganz im Westen des Archipels. Denn wer hierher kommt, der sucht die Natur im UNESCO-Biosphärenreservat. Das Abenteuer kann beginnen. So zum Beispiel sieht hier ein ganz normaler Inselspaziergang aus. Nun ja, um offen zu sein, es war ein für uns Kreuzfahrer arrangierter, etwa 7 Kilometer langer Gang entlang eines der beliebtesten Wanderwege auf El Hierro, nämlich La Lanilla. Es gibt natürlich auch eine XL-Variante für gute Wanderstiefel und gute Kondition. Aber genau das hier, der dichte Feuchtwall von El Brezal, ist der eigentliche Hit, der jeden Schritt, jeden Blick nach rechts oder links oder nach oben zu einem Erlebnis macht, das man nie mehr vergisst. Ist das Magie oder ist das Magie? Egal, ob nun allein oder in der Familie, hier gibt es kein Quengeln. Ist es noch weit? Und wieder ist es die Feuchte des Passats, die einen einfach träumen lässt, wenn man sich ein bisschen Fantasie bewahrt hat. Sah das hier schon so aus vor Jahrhunderten, als kaum jemand hier lebte? Könnte das auch ein ganz anderer Planet sein, auf dem man gelandet ist? Mein Gott, ist das hier nicht mystisch. Man hat das Gefühl, sämtliche Fantasy-Filme der Welt, die möchten hier gedreht werden. Das ist der Zauberwald von La Llanilla auf El Hierro. Und ich muss sagen, das ist eine der schönsten Wanderungen, die ich jemals machen konnte. Und deshalb ist es auch ein Tipp, wenn Sie eine Kreuzfahrt machen. Nehmen Sie nicht unbedingt diese großen Ausflüge mit dem Bus und Panorama und mal kurz raus und kurz rein, Knipschen und wieder weiterfahren. Versuchen Sie, Ausflüge zu buchen, die so ein bisschen Sie bringen an das, wirklich an das Herz der Gegend, wo Sie jetzt gerade sind, an die Menschen, an die Natur. Und Sie werden so viele wunderschöne Erlebnisse haben. Und ich werde doch ein bisschen weiter wandern. Für mich als Filmer war es einfach ein wunderbarer Vormittag. Zum Glück war es ja auch als entspannter Spaziergang ausgeschrieben, der Gästeklientel entsprechend. Ich durfte also ein bisschen trödeln, jeder Meter ein neues Motiv, eine einfach grandiose Kulisse. Bis hinein in die Vulkan-Caldera, wo sich perfektes Timing sogar die Sonne durchbrutzelte. Wenn das hier symbolisch für Slow-Cruising stehen sollte, dann würde ich nur noch solche Kreuzfahrten machen wollen. Passend dazu das nächste Highlight: auf dem Weg zurück zum Schiff eine kleine Pause im sicher von der Lage her schönsten Café und Restaurant der Insel, ein Krähennest mit unvergleichbarem Blick hinunter ins El Golfo-Tal. Auf einer touristisch voll erschlossenen Kanareninsel würde hier jeden Tag drangvolle Enge herrschen beim One-Million-Dollar-View. Hier zum Glück nicht. Ah, da ist wieder so einer dieser kleinen Momente hier im Mirador de la Peña auf El Hierro
ähnlich wie in dem wunderschönen Mirador auf Lanzarote, ebenfalls von Cesar Manrique mitten in den Berg hineingebaut. Und dann hier den Cortado zu trinken oder ein paar Tapas zu essen, das wäre es eigentlich auch. Das würde schon völlig ausreichen, wenn man einen kleinen Ausflug als Kreuzfahrttourist macht und nur einige Stunden Zeit hat. Mit dem Taxi vom Hafen sind es vielleicht 20, 30 Minuten und man hat fast die Ewigkeit für sich. Das sind so die Dinge, die ich Ihnen empfehlen würde als Kreuzfahrer. Unser schwimmendes Hotel ist weiter unterwegs. Die nächsten zwei Tage werden wir gemütlich Strecke machen. Es geht nämlich nach Norden, etwas über 300 Seemeilen, also knapp 600 Kilometer, Richtung Madeira. Genug Zeit, um sich noch einmal genauer die Vasco da Gama anzuschauen. Ganz wichtiger Punkt heute aus Kundensicht, die Kabinen. Da hat sich sehr viel getan in den letzten Jahren. Die früher in der Regel spartanische maritime Kabine hat nur noch Bedeutung als traditionelle Bezeichnung. Es sind ausgewachsene Hotelzimmer geworden. Der Balkon oder wie hier in einer der Suiten die Terrasse ist fast schon Standard, selbst auf Schiffen, die weit entfernt von der Luxuskategorie über die Weltmeere kreuzen. Gutes Bad statt Nasszelle auch. Die Wohlfühldetails liegen natürlich nach wie vor in den manchmal unüberschaubaren Kabinentypen. Nicht nur die luftige Höhe des Decks zählt, sondern vor allem auch die Quadratmeterzahl. Bei der Vasco da Gama hat man die letzten Jahre mächtig nachgerüstet. Selbst die Standardkabinen ohne Balkon gehen jetzt schon als Wohlfühlort durch. Und die letzten Badewannen in den frühen 90ern, der Inbegriff des Komforts, weichen gerade bequem Duschen. Zeitenwende. Nicht, dass es nötig wäre, aber in so einer Suite würde auch die längste Weltreise ein Zuhause unterwegs. Muss man nicht haben, denn auf einem ausgewachsenen Kreuzfahrtschiff wird man eh die meiste Zeit irgendwo in den öffentlichen Bereichen oder an Deck unterwegs sein. Hier ist die Atmosphäre noch sehr klassisch Schiff und nicht Erlebnispark. Der einzige Luxus, den man sich leistet, ist der Wintergarten mit dem Indoor-Outdoor-Pool je nach Wetterlage. Das hat zwar schon ein wenig die Anmutung eines Hallenbads in einer schwäbischen Kleingemeinde, ist aber vor allem auf kühlen Nordlandreisen der Hit. Auf der Vasco da Gama ist vieles noch sehr traditionell. Kein aufwendiger, vielleicht noch mit Skybridge kombinierter Joggingparcours ganz oben, sondern das gute, alte, umlaufende Promenadendeck auf mittlerer Höhe mit schönem Schiffsbelag auf dem Boden, wo man gemütlich flanieren kann, egal welches Wetter ist. Hier ist der Ort, wo das Schiff am stärksten fühlbar ist. Aber natürlich möchte man mit der Zeit gehen. Sporteln ist halt Trendthema. Als das Schiff 2015 sein australisches Intermezzo hatte bei P&O als damals Pacific Eden, wurde für die bewegungsbegeisterte Klientel des fünften Kontinents ein beachtliches Fitnesszentrum eingebaut. Das ist bis heute State of the Art und ich habe mich gerne von Fitnesstrainer Frank quälen lassen. Okay, das ist gelogen. Aber doch, ich habe es durchaus geschätzt, dass man zumindest die Möglichkeit hat, der kreuzfahrtüblichen Völlerei bei der durchgehenden Verführung in all den Restaurants und Lounges etwas entgegenzusetzen. Aber überfüllt war dieser Raum mit Ausblick in der Regel nicht. Die nächste schöne Insel auf unserer Rundreise ist eine, die in der Regel von Kreuzfahrtveranstaltern links liegen gelassen wird. Nicht, weil sie langweilig wäre, wie die ersten Drohnenaufnahmen ja schon eindrücklich zeigen. Sie erleidet nur das Schicksal, eine Nachbarinsel zu sein. Und wenn dann diese Nachbarin noch der Sehnsuchtsort vieler Kreuzfahrer ist, dann können selbst die schönsten Sandstrände bei den eng getakteten Fahrtrouten keine richtige Konkurrenz sein, denn der gemeine Kreuzfahrer will schließlich was erleben. Kleiner Umweg über die Karibik nach Madeira. Nein, wir sind auf der Nachbarinsel von Madeira, Porto Santo. Und diese Insel hat einen Vorteil gegenüber Madeira, was ja eine wunderschöne Insel ist, aber Porto Santo hat den Wahnsinns-Sandstrand, weswegen Porto Santo auch ein beliebtes Ziel für die Bewohner von Madeira oder auch für die Besucher ist. Hier mal die Füße ins Wasser und die Sonne genießen. Heute haben wir, naja, ein paar Wolken, aber
Es ist trotzdem wunderschön, wenn in diese Felsen und die Steilküste mal ein bisschen zu viel wird. Leider war im späten Frühjahr nicht nur die Lufttemperatur eher etwas für sehr hartgesottene Sonnenanbeter. Jeder, der mich kennt, weiß, was für eine Frostbeule ich bin, wenn es um kaltes Wasser geht. No way. Also genieße ich den wunderbaren Naturstrand nur mit dem Blick durch den Kamerasucher. Aber in den nächsten Tagen wird es noch besser. Dann ist selbst das hier nur ein Strändchen. Ui, ganz schön windig heute. Das, was übrigens da hinten am Pol flattert, ist nicht die Flagge der Bahamas oder sonst irgendeines Kleinstaates, der normalerweise Flaggennation für Kreuzfahrtschiffe wäre. Nein, es ist die Flagge Portugals. Wir sind kurz vor Madeira, also quasi eine Art Heimathafen für die Vasco da Gama. Und auf Madeira freue ich mich besonders, denn Funchal ist nicht nur meine heimliche, sondern meine wahre Liebe. Die Altstadt von Funchal, ein kompaktes Gelände für Entdeckungen, viel Kopfsteinpflaster unten, also bequeme Schuhe anziehen. Fast alle Besucher machen das hier, hoch mit der Seilbahn zum Botanischen Garten und dann mit Aufpreis runter mit dem Korbschlitten. Schenken wir uns heute. Nichts gegen den Botanischen Garten, aber schöne Parkanlagen hat man vielleicht auch heimatnah. Dann schon lieber durch die Rua de Santa Maria bummeln, die sich zu einer ganz eigenen Kunstausstellung verwandelt hat. Seit 2011 gibt es dieses Street-Art-Projekt, um das im Endeffekt armen Viertel etwas hübscher zu machen. Früher war es das einfache Viertel der Fischer und Handwerker, jetzt mausert es sich mehr und mehr zum Innenviertel gerade der jungen Leute am Abend. Gut, Schätze sollte man nicht erwarten auf dem Flohmarkt, aber irgendwas Kleines lässt sich immer finden. Man kann ganz entspannt schlendern bis hin zu einer alten Festung, die früher wichtig war, um die Hafeneinfahrt vor allem gegen Piratenangriffe zu verteidigen. Heute ist auch hier ein Kunstmuseum inszeniert und ein leckeres Restaurant. Und im Schatten liegt ein Meeresschwimmbad. Sie erinnern sich, Strände gibt's ja kaum auf Madeira. Erst am Nachmittag haben wir im Hafen von Funchal festgemacht und kein Blick auf die Uhr mahnt heute zur Eile. Nichts gegen das Abendessen an Bord, aber ein Overnight in Funchal schreit förmlich danach, vor Ort Portugiesisch zu essen und das nächtliche Funchal ein wenig kennenzulernen. Sie erinnern sich noch an die Kunststraße? So sieht es hier fast jeden Abend aus. Für tolle Kommunikation braucht es keine aufwendigen Bars. Die Straße selbst ist der Treffpunkt. Hinter fast jeder Eisentüre ist auf einmal eine improvisierte Bar, Poncha ohne Ende, ein Brand aus Zuckerrohr, Honig und Zitronen oder Orangen. Lecker! Und da jeder Poncha nur etwa 2 Euro kostete, wurde es eine lange Nacht mit richtig guter Stimmung. Am nächsten Morgen Stadtrundfahrt einmal anders. In Funchal gibt es diese Tuxis. Im Endeffekt sind sie so wie die Tuk-Tuks in Asien. Dort allerdings gelten diese ja als das Transportgefährt der ersten Wahl für jedermann. Hier auf Madeira ist es zugegeben eine eher noch ein weniger bekannte Touristengaudi, aber eine wirklich nette. Also früher gehört es ja zum guten Ton. In Funchal musste man sich mit dem Korbschlitten den Berg runterstürzen. Das ist jetzt hier sozusagen der Korbschlitten 2.0. Ein Piaggio-Roller mit einem Sofa hinten, wo ich sehr kommod sitzen kann. Und natürlich mit Freiluft und Karacho und Gedöns hier die Straßen von Funchal erobere. Es ist wunderschön, wenn man Funchal schon ein bisschen kennt, einfach mal sich wieder treiben zu lassen durch diese Stadt mit ihrer Topografie, wo es sehr steil auf und sehr steil abgeht. Und es ist einfach ein Spaß. Also es ist keine Stadtrundfahrt, wo man jetzt wahnsinnig viel erzählt bekommt, aber es ist ein Spaß und den muss man sich auch mal gönnen. Mein Plan heute ist, in Funchal zu bleiben. Natur hatte ich auf den bisherigen Inseln en masse. Wäre auf Madeira auch toll, aber man kann ja nicht alles haben als notorischer Kurzbesucher. Dafür gibt es Naturprodukte wie aus der Bioladenwerbung. Die Markthalle von Funchal ist der Hit. Die Artenvielfalt der Produkte würde man vielleicht gerade noch im KDW vermuten. Wie schade, dass es auf dem Schiff Vollpension gibt. Das wär's. Hier mal richtig Urlaub machen und jeden Tag schlemmen. Auch das Gebäude ist beeindruckend, reines Bauhaus aus den 30er Jahren und ein Schnittblumenmeer, das beweist, dass die Bewohner Funchals ein gutes Gefühl dafür haben, wie man es sich daheim schön macht.
Etwas separiert dann die große Halle mit dem gewissen olfaktorischen Faktor. Hier geht der frisch gefangene Fisch über die Steinbänke. Am auffälligsten der nicht gerade anmutig schöne schwarze Degenfisch. Zum Glück schmeckt der Espada aber viel besser, als er ausschaut. Vor Madeira ist der Atlantik noch tief und reich an Fisch. Den Höhepunkt von Funchal habe ich mir für den Nachmittag aufgespart. Wieder mal ein kurzer Aufenthalt im legendären rosaroten Reeds Hotel. Das erste Haus der Insel, dessen Gästebuch so viel wahre internationale Prominenz verewigt, dass ein Star-Magazin hier permanent produziert werden könnte. Der Hotelgarten, der steil zum Meer abfällt, ist ein Elysium, mitten in der Stadt und doch ganz separat. Und das schöne britische Spleenige wird hier vollendet konserviert, wie der legendäre Afternoon Tea auf der Terrasse. Für den muss man unbedingt schon vorher im Internet reservieren und angemessene Kleidung ins Köfferchen packen. Dann hat man aber auch einen der leckersten Nachmittage vor sich, gepaart mit einem Traumblick über Funchal. Sandwiches wie bei Königs daheim und süße Köstlichkeiten zusammen mit perfekt gebrühtem Tee. Es ist zugegeben kein ganz günstiges Vergnügen, aber umgerechnet in Glücksmomente, ganz gleich, ob Sie dabei ein Buch lesen oder mit einem lieben Menschen am Tisch sitzen, ist ein äußerst preiswertes Erlebnis. Schauen Sie mal, möchte Sie ja nicht neidisch machen. Natürlich möchte ich Sie neidisch machen, denn das ist mein kleiner Snack heute hier auf Madeira. An einem der schönsten Orte, die ich kenne auf der Welt, das Reeds Hotel. Dieses wunderbare rosa Ungetüm auf der Felsklippe. Und hier werde ich den High Tea genießen. Und das ist genau das, was ich so zeigen möchte mit meinem Film, wenn man eine Kreuzfahrt macht zu sich selbst. Wo man sagt, nein, ich muss nicht alles haben. Ich möchte mich auf kleine Dinge konzentrieren, auf kleine wunderbare Sachen. Dann ist das zum Beispiel etwas, was man sich leisten könnte, leisten sollte und dann einfach mal den Moment genießen. Egal ob nur mit Scones und Clotted Cream, ich habe es ja mittlerweile zum Prinzip gemacht. Gut angezogen auf einen Tee in ein absolutes Luxushotel, das sind einfach perfekte kleine Fluchten. Mein Glücksmoment an Bord eines Schiffes ist es, morgens von der Sonne geweckt zu werden. Bloß keine Vorhänge für mich. Wann sonst noch kann man den perfekten Sonnenaufgang erleben? Speziell, wenn man eine Balkonkabine hat und noch eine Espressomaschine für den kleinen Kick in der Frühe. Dann, wenn die Welt noch in Ordnung ist. Und danach? Natürlich ein serviertes Frühstück. Nach Möglichkeit draußen, wenn das Wetter mitspielt und die Haut warme Seeluft spürt. Tja, wer von uns kennt das nicht auf den großen Schiffen? Morgens Frühstücksbuffet. Oh, drangvolle Enge. Dann ist das auch nochmal eine ganz tolle Alternative, nämlich hier draußen am Achterdeck sitzen und ganz gemütlich frühstücken und den Tag hineintrödeln. Also, wenn man keinen Ausflug gebucht hat. Ich finde das toll. Heute ist Seetag, zurück in den Süden zu den Kanaren. An Bord der großen Schiffe würden jetzt alle Entertainment-Register gezogen für das seitenlange Bordprogramm. Mir reichen die persönlichen Wohlfühlmomente, sich einfach mal ein bisschen betüteln lassen, frei von irgendwelchen Programmverpflichtungen, das Nichtstun kultivieren, die geradezu unerträgliche Leichtigkeit des Seins auskosten, aber mit Stil. Vielleicht lese ich auch gleich weiter in einem der Romane, von denen ich so viele dabei habe im kleinen E-Reader. Aber vielleicht mag ich auch einfach nur auf meinem Balkon sitzen und auf den Horizont schauen. Okay, das ist jetzt mal Schwärmen auf hohem Niveau, aber wenn ich schon gefragt werde, wo mein Lieblingsplatz ist, naja, also bei dieser Produktion haben wir es echt krachen lassen. Also mein Lieblingsplatz ist natürlich meine Terrasse mit meinem ganz privaten Blick auf den Ozean. Sieht auch nicht anders aus, als wenn ich da oben irgendwo an der Reling stehen würde, aber doch, das hat was, ganz sicher. Und dann bei ein bisschen Obst essen, ein Glas Wein trinken. Also das ist wirklich Slow Cruising at its best. Aber zurück aus dem Traum, was ich tun würde, wenn ich ganz privat hier wäre. Denn natürlich habe ich heute nicht unbegrenzt frei,
Ich soll Ihnen ja schließlich auch noch zeigen, wo Sie überall Ihre Kreuzfahrt-Rettungsringe anfuttern können an Bord der Vasco da Gama. Ähnlich wie bei den Lounges ist es auch bei den Restaurants. Die Auswahl ist viel größer, als man es bei einem Schiff dieser Klasse vermuten würde. Vor allem bei den Angeboten, wo man am Platz bedient wird. Aber natürlich gibt es auch Buffet. Das ist heute, wo die legere Kreuzfahrt den Markt bestimmt, schließlich ein absolutes Muss. Hier heißt es Club Bistro und man hat erfreulicherweise die hygienischste Form der Essensausgabe gewählt, das Bedienen nach Wunsch hinter der Glasscheibe. Ansonsten gilt auf der Vasco das weltweite Kreuzfahrtprinzip: Der Gast kann so viel essen, bis er platzt. Hungrig ging noch nie jemand von Bord. Aber von wegen Sarkasmus, wer im Glashaus sitzt. Heute wurde ich ja schließlich auch gemästet. Zum Glück aber nur für die Kamera, ich schwöre. Ich habe nichts von all den Köstlichkeiten probiert. Ich, beziehungsweise der äußerst engagierte Küchenchef und seine Crew, wollte Ihnen nur einen kleinen Eindruck vermitteln von dem, was Sie hier essenstechnisch erwarten dürfen. Auch wenn es natürlich nur fürs Auge ist, ich kann Ihnen versichern, es schmeckt auch wirklich gut. Ein bisschen Foodporn quer durch die Menükarte. 5 Gänge werden mittags und abends angeboten in verschiedenen Variationen. Aber wenn Sie 8 Gänge essen möchten, verzieht auch keiner nur eine Miene. Und für ein kleines Eis ist erfahrungsgemäß auch immer noch Platz. Es ist sogar dieselbe Premium-Marke wie auf der Europa, dem besten Schiff der Welt. Na also. Okay, wenn es nun um Schiffsdesign geht, dann ist das ja oft eine Frage von sein oder nicht sein. Denn ob es nun funktional sein soll oder völlig durchgedreht, kitschig bis zum Umfallen, ob es elegant ist oder wie auch immer, es ist eine Frage des Geschmacks. Wenn es allerdings um Wohndesign geht und man ist in der Nähe von Lanzarote, wie wir jetzt gerade, dann sollte man sich auf jeden Fall die Gelegenheit nicht entgehen lassen und ins Haus von César Manrique schauen. Dieser geniale Künstler, der hat nämlich wirklich etwas geschaffen dort. Und mein heimlicher Wunsch wäre es, also wenn es irgendwie möglich ist, dann möchte ich mal so leben. Dabei beginnt die Begegnung mit dem großen Sohn der Insel eher tragisch. Das bunte Windspiel vor seinem Vulkanhaus in Tahiti ist im Endeffekt ein Grabmal. Hier starb Manrique bei einem Verkehrsunfall 1992. Hier direkt vor dem faszinierenden Haus, das er mitten in einen alten Lavastrom hineinbaute. All die bekannte künstliche Natur, die seine Bauwerke auszeichnen und die er als Naturkunst bezeichnet. Abstieg in eine der 5 natürlichen Vulkanblasen. Nach wenigen Metern fühle ich mich schon so wie in einem verrückten futuristischen Science-Fiction-Filmset aus den 70er Jahren. Hier lebt man nicht einfach nur, sondern ist zugleich auch immer Teil einer Inszenierung. Alles wirkt verspielt, aber auch schützend zugleich. Wenn man Lanzarote, die Vulkaninsel, so richtig verstehen will, dann ist das hier eins der Epizentren, nämlich das Wohnhaus des legendären Visionärs und Künstlers César Manrique. Der hat das in einen Lavastrom hineingebaut. Und aus heutiger Sicht war das in den 70er Jahren sicher ein Haus mit sehr, sehr, sehr wilden Partys. Die weiß verputzten Poollandschaften, sein Signaturmarkenzeichen und auch noch nach Jahrzehnten ewig modern wirkend. Wie verrückt muss das alles gewesen sein seit den frühen 70er Jahren? Wie exzentrisch auf einer tiefbäuerlichen, bitterarmen Vulkaninsel. Aber es war nicht einfach nur Hedonismus für die Klatschpresse. Es war Kunst als quasi Installation. Manrique hiefte Lanzarote auf die Weltbühne, er, der bestens vernetzt war, ob nun mit den politisch Mächtigen oder Ikonen wie Andy Warhol, hatte die Vision, Lanzarote zu einem Gesamtkunstwerk zu machen, zu einem Ausstellungsstück, das man sich als Tourist mit Achtung vor der einzigartigen Natur verdienen muss. Das war sein Ziel, zu einer Zeit, als Umweltschutz und Nachhaltigkeit niemanden interessierte. Lanzarote profitiert davon bis heute, obwohl es nach seinem Tod schon etliche touristische, kapitalistische Sündenfälle gab. Harter Schnitt. Erst kommt schließlich das Futtern, dann die Moral.
Landausflüge machen nun mal hungrig und ein Grillbarbecue passt irgendwie auch zu glühend heißen Lavasteinen. Manchmal muss es auch auf einem Kreuzfahrtschiff kulinarisch etwas grobmotorischer zugehen. Etliche Schweindall ersetzen gerade das mittägliche 5-Gang-Menü und der Andrang zeigt, dass die Lust auf Essen wohl das Letzte ist, was bei einer Seereise verloren geht. Zumindest bei ruhigem Seegang. Ja, ja, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Nun ist die Vasco da Gama sicherlich kein Schiff für Sportenthusiasten, aber für ein bisschen Bewegung reicht es allemal. Mal Treppen zählen als Alternative zum einfach nur rumrennen auf dem Schiff. Hat ja auch was. Schön. Auf der Brücke heißt es Glasen schlagen. 8-mal, 16 Uhr und Wachwechsel. Seemannsrituale werden hier gehegt und gepflegt. Auch wenn der Führerstand heute ein technisch vollgestopftes Cockpit ist, satellitengestützt und Radar und Sonar geleitet. Aber immer noch scheint das Fernglas am menschlichen Auge unverzichtbar. Hier am Ort ist der Vergnügungsdampfer weit entfernt. Volle Konzentration der Crew in 6 Schichten rund um die Uhr. Das Meer mag zwar unendlich weit scheinen, aber bei Gefahr voraus kann auch ein kleines Schiff nicht einfach sofort stoppen. Der Kurs ist gesetzt, die nächste Insel wartet. An ihm sind wir tatsächlich frühmorgens vorbeigekommen, der Leuchtturm von Maspalomas. Hier im Süden von Gran Canaria schlägt das touristische Herz der Insel. Nicht so, wie Manrique es gewollt hätte. Obwohl wir im Norden in der Hauptstadt Las Palmas im Hafen liegen, habe ich mich entschlossen, einen Ausflug in den Süden zu machen. Die Dünenlandschaft ist nämlich einfach unglaublich. Selbst wenn man nur wenige Stunden Zeit hat, sie entschädigt auch dafür, dass die beiden touristischen Zentren, die sie hier über 6 Kilometer verbindet, keinen Besuch wert wären. Da heißt es, fokussieren auf das Schöne. Ja, vom Wellenmeer zum Sandmeer. Kleiner Trip in die Sahara. Natürlich nicht meine noch einsamen Spuren im Sand. Die habe ich hier auf Maspalomas, den Sanddünen von Maspalomas auf Gran Canaria. Und vom Hafen ist es vielleicht 3/4 Stunde mit dem Taxi. Und das wäre so mein Tipp, meinen ganzen Tag in den Dünen von Maspalomas verbringen. Einfach mal so Strandurlaub at its best. Das hat man sonst nirgendwo in Europa. Es sind einfach die absolut makellosen Dünen, nach denen man auf den afrikanischen Kontinent lange suchen müsste. Und selbst dann wären sie nur halb so vergnüglich, denn alle Wege führen irgendwann zu den Traumstränden und zu kühlen Drinks. Aber nicht vergessen, noch nie war die Sonnencreme so wertvoll wie heute. Wieder mal ein perfekter Tag, kondensiert in ein paar intensiven Stunden. Und an Bord ist sie wieder da, diese Dankbarkeit, wenn einem so viel Schönes wird beschert. Dieser mystische Vulkanturm ist wahrscheinlich die bekannteste Felsformation meines letzten Inselziels auf dieser Kreuzfahrt, der Roque de Agando auf La Gomera. So wie er sich meistens präsentiert oder eben auch nicht, je nachdem, wie hoch man selbst ist. Eingebettet in schnell ziehende Passatwolken. Und sagen Sie jetzt nicht, ach je, noch ein Lorbeerwald, noch ein bisschen Märchen wandern. Das ist der wirklich beeindruckendste der kanarischen Urwälder. Hier in Garanjonay schlendert man durch den wirklichen Nationalpark, der seit 1986 überdies noch als UNESCO-Weltnaturerbe geadelt wurde. Es ist ein subtropischer Wald aus uralten Tagen noch vor der Eiszeit. Rund um diese Hochfläche im Inselinneren wabern fast täglich die Wolken, kühlen sich ab und produzieren den horizontalen Regen. Und wenn man ein Pfeifen hört, dann heißt das nicht unbedingt, ein Vogel trällert zwischen den Ästen. Was der Parkranger damit sagen will, willkommen auf La Gomera. Glauben wir das einfach mal. Ich habe auf jeden Fall diese Wälder auf der kanarischen Reise ins Herz und in die Erinnerung geschlossen. Noch einmal die Sonne von Bord aus genießen, bevor sie ins Meer plumpst.
Für mich waren diese Minuten immer die Highlights des Tages, egal wie kitschig das auch sein mag. Aber die scheinbar unendliche Weite wird gerade in diesen Momenten immer so greifbar. Ein Slow Cruising trotz so vieler Erlebnisse. Nach 10 Tagen bin ich überzeugt, dass das eine gute Alternative sein kann zu den Vergnügungsdampfern, die den Markt beherrschen. Und natürlich muss man auch hier nicht auf das abendliche Entertainment verzichten, in der Hollywood Show Lounge. Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss oder auch mal ein bewegter Ozean, kann passieren. Auf jeden Fall habe ich nach ein paar Tagen auf der Vasco da Gama gelernt, auf einem kleinen Schiff gelingt es besser, mal eine Reise zu sich selbst zu starten. Obwohl ich die großen Spaßdampfer durchaus mag. Aber ich hatte auch hier nie Langeweile. Und abends gibt es sogar immer einen Hauch von Weltbühne. Naja, einen Hauch. Auf dem angloamerikanischen Kreuzfahrtmarkt war es ja gefühlt schon immer so, dass Broadway, Hollywood und Las Vegas in einer allabendlichen Melange die Tanzbeine und die Glitzerkostüme wirbeln ließ. Die Hochseeschiffe für das deutsche Publikum konnten da noch nie so wirklich konkurrieren, auch wenn AIDA und mein Schiff mittlerweile mehr als ordentliche Bühnenevents täglich auf den leicht schwankenden Planken produzieren. Aber große Showballett und Sänger und Artisten, dafür braucht man viele zahlende Passagiere. Darunter bleibt es eher bei Kleinkunst, selbst wenn das früher so berühmt-berüchtigte Grinsetanzpaar vor Schiffskombo kaum noch zu finden ist. Auf der Vasco da Gama hat man eine Mittellösung gefunden. Ein kleineres Ensemble, aber gedrillt von einer Legende der Showinszenierung, der mit Emmy Awards ausgezeichneten Jean Anne Rein. Es ist, wie schon gesagt, nur ein Hauch von Weltbühne. Aber in der Regel ein schöner Abschluss des Tages. Und mehr erwarte ich auch nicht von einer Slow Cruise mit viel gewollter Zeit für mich selbst.